So, hallo allerseits. Letztes Thema dieser Lehrveranstaltung. Wird auch langsam Zeit, nicht? Vorletzte Woche. Das kriegen wir gerade zeitlich so hin, obwohl wir zwei Donnerstagstermine hatten, die ja wegen Feiertagen ausgefallen sind. Früher war die Lehrveranstaltung auf Mittwoch. Ich weiß gar nicht, was ich da so die ganze Zeit gemacht habe, dass das dann doch am Ende aufgegangen ist mit der Vorlesungszeit. Also irgendwie bin ich doch deutlich schneller jetzt gewesen. So, worum geht es? Es geht um... ich hatte ganz zu Anfang gesagt, dass OPL natürlich nicht das letzte Wort ist beim Zusammenhang, also beim Thema Spezifikationssprachen. Natürlich ist das nicht die einzige Spezifikationssprache, wenn auch diejenige, die, soweit ich sehe, kommerziell am erfolgreichsten ist. Ich möchte jetzt am Ende des ganzen Themas algorithmische Modellierung noch ein weiteres, völlig anders geartetes, völlig anders strukturiertes Beispiel Ihnen geben. Einfach sozusagen, wenn man so will, als Bewusstseinserweiterung, dass Spezifikationssprachen nicht unbedingt so aussehen müssen wie OPL, sich nicht unbedingt an mathematischen Strukturen, Linealgebra und so weiter orientieren müssen, sondern durchaus völlig anders aussehen können. Da habe ich ein Beispiel herausgesucht, vor einigen Jahren, als ich die Folien gebaut habe, was da völlig anders aussieht, und zwar auch schon von einer ganz anderen Basis beginnt, nämlich von einer Sprache, die viele von Ihnen kennen oder sogar alle, ich weiß nicht, Prolog, kennt die jemand nicht? In irgendeiner Kanonik, glaube ich, kommt DKE, kann es sein? Sie haben DKE dann also nicht gehört. Sie studieren was anderes als Informatik dann vermutlich. Ja, gut, ist auch kein Problem. Ich erwarte hier kein Vorwissen über Prolog, sondern werde alles, was notwendig ist, dazu hier dann auch selber erzählen. Hier noch dazu das Wort Eclipse. Da denken Sie natürlich mit Ihrer Vorgeschichte im Studienbereich Informatik, dass das was mit Java Eclipse zu tun hat und so weiter, ist aber überhaupt nicht der Fall. Das hat nichts mit dem zu tun, was Sie bisher unter Eclipse kannten. Eclipse ist ein gerne verwendetes Wort, um irgendwelche Dinge zu bezeichnen. Ich weiß nicht, wissen Sie, was das Wort Eclipse eigentlich heißt? Bitte? Ja, ganz konkret Sonnenfinsternis auch. Wenn ich mich recht entsinne an meinen Altgriechischunterricht, dann kann man das übersetzen so mehr oder weniger mit Auslassung oder sowas. Aber da will ich jetzt nicht mich allzu sehr vorwagen. So, also ist einfach ein Begriff, der gerne verwendet wird, nicht nur für die bekannte Entwicklungsumgebung in Java, sondern auch für andere Dinge, unter anderem hier dafür. Wir beginnen aber erstmal mit Prolog nochmal. Also das werde ich nur kurz machen, damit diejenigen von Ihnen, die Prolog kennen, werden dann hoffentlich nicht gelangweilt sein. Und diejenigen, die Prolog nicht kennen, für die wird es hoffentlich nicht zu schnell sein. Also bin ich optimistisch aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, in denen ich über diese Themen auch gesprochen habe. So, OPL kennen Sie. Wir haben Zielsetzungen, minimiere, maximiere irgendetwas, subject to, also unter der Bedingung, dass bestimmte Nebenbedingungen eingehalten werden. Und in Prolog ist diese Grundlogik schon von Anfang an anders. Nämlich, also Prolog ist ja eigentlich, also OPL ist offensichtlich von Mathematik, von den Strukturierungen dort inspiriert. Prolog ist inspiriert von der Idee, Wissensbasen zu entwickeln, Fakten zu sammeln, Regeln aufzustellen, sodass aus dem explizit vorhandenen Wissen dann implizites Wissen generiert werden kann.
Da möchte ich noch ein paar Worte erstmal heute sagen. Das heißt also, im Gegensatz hier zu dem, wie Sie das bei OPL kennen, besteht die Grundlage, eine Spezifikation besteht aus Fakten, wir werden gleich sehen, was das heißt, und Regeln zur Ableitung von neuen, implizit vorhandenen Fakten aus den explizit gegebenen Fakten. Und eine Anfrage in OPL ist einfach, löse mir bitte diese Spezifikation mit den und den Daten. Hier ist eine Anfrage von der Logik her gegeben, diese Wissensbasis mit den eben vorhandenen Fakten und der Ableitung von neuen Fakten. Und die Anfrage ist, können aus mit den gegebenen, darin vorhandenen Regeln, in der Wissensbasis vorhandenen Regeln, können aus den explizit dort formulierten Fakten, kann daraus auch die und die Tatsache abgeleitet werden oder nicht? So, einfaches Beispiel, einfaches Spielzeugbeispiel, wie Sie das sicherlich in Vorlesungen über Prolog, wenn Sie sowas hatten, immer wieder gesehen haben. Ein solches Faktum ist einfach ein Prädikat, eine boolesche Funktion, letztendlich mit 0, 1, 2, 3 Parametern. Und typischerweise gibt der Name des Prädikats ein Verb an, also ist als Verb zu verstehen, meistens in Form von ist, so wie hier, und das ist dann Subjekt-Objekt. Das heißt, diese erste Zeile ist zu lesen als Jenny ist weiblich. Entsprechend ist Jody weiblich, Joe ist männlich und John ist männlich. Und Kommentare habe ich hier noch dazu geschrieben. Das ist eine der Sprachen, wo Kommentare von Prozentzeichen bis zum Zeilenende gehen. So, hier sehen Sie zwei Beispiele für binäre Prädikate. Also das ist ein unäres Prädikat. Jenny ist weiblich, Joe ist männlich. Und hier ein binäres Prädikat zu verstehen als, das muss man natürlich spezifizieren, wie das zu verstehen ist, dass Joe Vater von John ist oder dass John Vater von Joe ist. Einigen wir uns darauf, dass dieses Prädikat so zu verstehen ist, Joe ist Vater von John. Und entsprechend ist John Vater von Jenny. Also sehen hier hätten wir es mit der umgekehrten Vorstellung, Jenny ist Vater von John, hätten wir ein kleines Problem. Also offensichtlich ist es so zu verstehen, dass der erste Parameter Vater vom zweiten Parameter ist. Und bei Mutter dann entsprechend auch. So. Das sind unsere Fakten. Ja? Einfach wirklich detaillierte Aussagen über die reale Welt. Ohne Abstraktionsgrad, wenn man so will. Hier bei den Regeln kommt man dann auf eine abstraktere Ebene. So, was steht hier? Was hier steht, ist, für alle x und y soll gelten, dass x und y in Elternbeziehung zueinander stehen, wenn x und y in dieser Vaterbeziehung zueinander stehen. Also x ist Elternteil von y, wenn x Vater von y ist, und natürlich genauso x ist Elternteil von y, wenn x Mutter von y ist. Also im Englischen kann man das Wort Eltern im Singular verwenden, parent, nicht nur parents. Im Deutschen muss man das entsprechend umschreiben mit Elternteil. Wobei ich gesehen habe in der Informatik, ich weiß nicht, ob Sie das auch schon gesehen haben, dass es so langsam aus dem Englischen kommt, dass man auch von älter im Singular spricht. Also das werden Sie vielleicht Ihren alten Deutschlehrern besser nicht verraten, wie Sie da mit dem Wort umgehen. Aber ein interessanter Anglizismus. Ne? So, ich habe jetzt gesagt, für alle. Hier haben wir eine etwas andere Situation.
mit den Quantoren, bevor ich jetzt darauf genau eingehe, warum ich hier für alle gesagt habe, schauen wir uns besser nochmal dieses Beispiel hier unten an. Auch hier wieder für alle xy gilt, wenn x Großelternteil von y ist, nein, Entschuldigung, falsch rum. X ist Großelternteil von y, wenn zwei Dinge erfüllt sind. Also die Prämisse ist immer, haben Sie ja hier schon immer gesehen, auf der rechten Seite, wenn Vater, dann älter und wenn Mutter, dann auch älter. Und hier ist es so, wenn x älter Elternteil von z ist und z Elternteil von y, also dieses Komma ist als und zu lesen. Wenn das beides erfüllt ist, dann ist x Großelternteil von y. So, jetzt nochmal zurück zu den Quantoren, wie ich es eben gesagt habe. Für alle xy gilt das. Z kann nicht Allquantor gebunden sein. Das passt die Logik nicht. Wenn für alle z das und das gilt, irgendwie passt das nicht. Z ist Existenzquantor gebunden. Das heißt, für alle xy gilt, dass x Großelternteil von y ist, wenn es ein z gibt, sodass z eben diese Brückenfunktion zwischen x und y, die Sandwich-Generation, wenn man so will, dann einnimmt. Was ist der Unterschied? Sind x und y Allquantor gebunden? Warum ist z Existenzquantor gebunden? Das liegt einfach daran, alle Variablen, die links auftreten, sind Allquantor gebunden. Und alle Variablen, die nicht links auftreten, sondern nur rechts, sind Existenzquantor gebunden. Und wenn Sie sich das an diesem Beispiel, können Sie nochmal sehen, dass das sicherlich eine sinnvolle Regel ist, wie man diese Bindung verstehen kann. So, Sie sehen hier auch noch eine syntaktische Sache. Konstanten, ja, also ist vielleicht etwas ungewöhnlich, von Menschen als Konstanten zu sprechen. Also konkrete Ausprägungen, oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Individuen sind beginne mit einem Kleinbuchstaben, der Bezeichner, und was danach kommt, ist eigentlich egal. Da könnte man auch Großbuchstaben und Ziffern und gewisse Sonderzeichen auch hernehmen. Variablen beginnen mit einem Großbuchstaben, die Bezeichner, um genau zu sein. Und was hier kommt jetzt hier nichts danach, weil ich einfach faul war und nur XYZ geschrieben habe. Aber hier könnte nach dem Großbuchstaben, der am Anfang steht, noch alles Mögliche andere stehen: Ziffern, Kleinbuchstaben, ausgewählte Sonderzeichen. So, also im Prinzip haben Sie damit jetzt, bis auf kleine, wenn man so will, bis auf Feinheiten, haben Sie damit Prolog gesehen, wie so eine Spezifikation aussieht. Gut. Bezeichner sind definiert wie üblich. Gut, hier sind noch ein paar Sondergeschichten. Es gibt noch einen Bezeichner, der nur aus dem Underscore besteht. Das ist sozusagen leer. Also wenn wir noch Beispiele sehen, wenn ich mich recht entsinne. Wenn das erste Zeichen ein Kleinbuchstabe ist, dann ist das so eine Konstante wie eben Jenny, Jody, Joe, John. Ansonsten, wenn es ein Großbuchstabe ist, ist es eine Variable. So. Die Arität des Prädikats, also es gibt natürlich auch prinzipiell, weiß ich nicht, prinzipiell kann es auch Prädikate geben in Prolog, die gar keine Parameter haben, muss ich gestehen, habe ich mir noch gar nicht die Frage gestellt. Read ist ein Beispiel, also die gibt es, nicht? Prinzipiell möglich. Auf Read werden wir noch zu sprechen kommen, ja. Also das ist, was ich vorhin sagte, ein unäres Prädikat mit einem Parameter, ein binäres Prädikat mit zwei Parametern, ternär und so weiter. Das ist die Arität. Also das
das haben sie genauso gut in anderen Sprachen, bei Methoden, Funktionen, Prozeduren und so weiter. So, wenn wir keine Variable drin haben, dann haben wir eine Tatsache, ein Faktum. Und diese Konstruktion mit dem Doppelpunkt Minus ist dann eine Regel. Und beides zusammen sind Klauseln. Hier nochmal, auch hier ist, soweit ich gesehen habe, die Bezeichnung nicht unbedingt eindeutig. Deshalb hier das Caveat, die Warnung. Gehen Sie nicht blindlings davon aus, dass die Terminologie, wie Sie sie hier gesehen haben, dass Sie die genau so, dieselben Begriffe mit denselben Bedeutungen hundertprozentig genau woanders sehen. So, Erklärung des Beispiels brauchen wir jetzt hier nicht weiter zu betrachten. Das habe ich das ganze Zeit am Beispiel dargestellt. Können Sie aber wie immer diese Folien mit nach Hause nehmen und haben das nochmal verschriftlicht. So, das war die Wissensbasis. Jetzt stellen wir eine Anfrage. Also hier stellen wir nicht nur eine Anfrage, sondern wir stellen viele Anfragen. Ja, also bei OPL war es so, dass wir eine Datei noch in den Löser mit reingeben, zusätzlich zur Spezifikation. Und dann sollte die Problemstellung, die in der Spezifikation spezifiziert ist, mit OPL, die sollte mit den Daten aus dieser Datei dann gelöst werden, diese Problemstellung. Hier läuft die Logik ganz anders. Ich stelle eine Anfrage, ist Jenny weiblich? Und gucken wir nochmal zurück. Dup, 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 dup. Ja, Jenny ist weiblich. So, jetzt stelle ich hier die Anfrage als nächstes. Also hier sehen Sie immer, links ist die Frage und rechts ist die Antwort. Ich stelle die Anfrage, ist Joe weiblich? Und die Antwort ist nein. Das ist etwas interpretationsbedürftig. Denn wenn Sie sich nochmal die Datenbasis ansehen, das ist das ganze Wissen, das der Prolog-Löser, der Prolog-Interpreter hat. Ja? Insbesondere hat dieser Prolog-Interpreter auf Basis dieser Wissensbasis keine Vorstellung davon, dass männlich und weiblich sich ausschließen, wobei ich heutzutage sagen muss, sich in der Regel ausschließen. Das ist in der Datenbasis nicht drin. Eine Regel, die sagt, wenn männlich, dann nicht weiblich und wenn weiblich, dann nicht männlich. So, wie kommt dann dieses No zustande? Auf die Anfrage, ob Joe weiblich ist, wie kommt dieses No zustande? Das kommt dadurch zustande, No heißt hier nicht nein, sondern No heißt so viel wie nein konnte ich nicht verifizieren. Also dieses Yes heißt ja, konnte ich verifizieren. Dieses No heißt nein, konnte ich nicht verifizieren. Mit anderen Worten, der Interpreter hat zurückgeliefert die Antwort, ich habe keine Ahnung. Lässt sich, oder nein, das ist nicht ganz richtig. Oder sagen wir so, es ist mehr als das, der Interpreter hat zurückgeliefert, ich konnte das nicht aus der Datenbasis heraus logisch deduzieren. Ja, ist natürlich mehr als nur die Antwort, wie ich zuerst gesagt habe, ich habe keine Ahnung. So, jetzt habe ich hier eine Konstante genommen, die gar nicht in der Datenbasis vorkommt. In der Wissensbasis sollte ich genau sagen. Da kommt natürlich erst recht dieselbe Antwort raus. Nein, konnte ich nicht verifizieren, diese Aussage, dieses Faktum. So, diese drei Fälle hier, in diesen drei Fällen habe ich jetzt einfach Anfragen mit Konstanten gestellt. Man kann natürlich auch Anfragen mit Variablen stellen und dann ist die Semantik, dass sämtliche Möglichkeiten herauskommen. Wie sämtliche Möglichkeiten, die aus der Wissensbasis abzuleiten sind. Wenn ich anfrage, welches X ist female, welches X ist weiblich, dann kriege ich raus X gleich Jenny, X gleich Jody und am Ende wieder dieses No. Also sozusagen
keine weiteren Namen konnten verifiziert werden. Dasselbe funktioniert natürlich auch mit binären Prädikaten. Das war in der Wissensbasis drin, also kommt Yes raus. Das war nicht in der Wissensbasis drin, also kommt No raus. Jetzt kann man natürlich auch Variablen und Konstanten in der Anfrage mischen. Welche X sind alles Vater von John? In der reellen Welt kann es natürlich nur einen Vater geben, wenn wir Vater biologisch definieren. Hier theoretisch könnte die Wissensbasis etwas abweichen von der realen Welt. Natürlich auch viele Väter für dieselbe Person geben. Aber wir hatten tatsächlich nur einen Vater für John drin, nämlich Joe. Und genau das wird zurückgeliefert. Also X gleich Joe, entsprechend spiegelsymmetrisch Y gleich John. Und wenn ich für beide eine Anfrage stelle, welche XY stehen denn alles in Vaterrelation zueinander, dann kriege ich hier eine erste Antwort. Joe und John stehen in Vaterrelation zueinander, und zwar X, Joe, der erste Parameter, John, der zweite Parameter, und entsprechend John und Jenny, und wie immer dann Ende mit No. Hier ist jetzt nochmal der interessante Punkt. Großeltern John Jody. Schauen wir nochmal rein. Hier. John Jody. Wo sind John und Jody? John ist Vater von Jenny. Jenny ist Mutter von Jody. Damit ist John natürlich Großvater von Jody. Großvater, insbesondere Großelternteil. Das heißt also mit Z gleich, was war das hier? Jenny. Es gibt ein Z, nämlich Jenny, sodass X älter von Jenny und Jenny älter von Y ist, also Joe und, was hatten wir da? Jody. Und deshalb kommt hier, lässt sich aus der Wissensbasis ableiten, dass John Großelternteil von Jody ist. Ich denke, das sollten als Beispiele genügen, um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. So, das sind nochmal die Erklärungen dazu. Fragen mit Wildcard. Das war eben in der Aufzählung dabei, dass das der Bezeichner für leer ist, für void. Wenn ich zum Beispiel frage, wenn ich zum Beispiel diese Anfrage stelle, dann heißt das letztendlich, ich will wissen, ob Joe Vater von irgendjemandem ist, aber ich will nicht wissen, von wem. Ich will einfach nur wissen, ist Joe schon mal Vater geworden? Und die Antwort ist ja. Also im Gegensatz zu vorher, wo hier ein X stand, da kam dann das X raus, entsprechend, von wem Joe Vater ist. Und hier sage ich, das ist leer, will ich gar nicht wissen. Ich will nur die Vaterrelation von Joe als Vater erkunden und bekomme raus, ja, Joe ist ein Vater. Und ähnliche Situation hier mit einem X, also mit einer Variablen, Groß X. Da bekomme ich einen Fall raus, X gleich Joe, Y unterdrückt, weil das Y halt hier ist keine Variable, sondern das Zeichen für leer. Zweiter Fall ist John und sonst keinen Fall mehr. Ich hatte vergessen, das noch zu sagen. Gehen wir hier nochmal zurück. Aber Sie haben es ja auch gesehen. In dem Fall, innerhalb eines Falles werden die einzelnen Variablen durch Komma getrennt. Die Fälle werden durch Semikolon voneinander getrennt. Gut. So, wie sieht die Evaluation einer Query, eine Anfrage aus? Das kann ich hier auch wieder an einem Beispiel Ihnen zeigen. Ich stelle die Anfrage, wer steht alles in Großelternrelation zueinander? Und diese Anfrage, wie jede andere auch, definiert so einen Auswertungsbaum. Hier ist die Anfrage,
Aus irgendwelchen Gründen habe ich das so dick schwarz gezeichnet, keine Ahnung. Großeltern-Relation wird zurückgeführt auf zwei Elternrelationen mit einem noch unbekannten Z. Das lässt sich wiederum zurückführen auf Vater- und Mutterrelation. Es kann XZ kann entweder eine Vaterrelation, also XZ, Parent von XZ ist wahr, wenn es Vater XZ gilt oder Mutter XZ gilt. Genauso hier, Parent, Eltern Z ist älter von Y, wenn Z Vater von Y oder Z Mutter von Y ist. Und Vater und Mutter, da kommen wir dann in diesem einfachen kleinen Beispiel schon zu den Fakten. X ist Vater von Z, wenn X instanziert ist zu Joe und Z instanziert ist zu John. Entsprechend X ist Vater von Z, wenn X instanziert ist zu John und Z zu Jenny und so weiter und so fort. Das, was sich eben alles in der Wissensbasis findet als mögliche Instanzierungen dieser Variablen. Und also Sie sehen, ich habe ein bisschen mit dem Folienformat gekämpft. Ich habe hier mir die Freiheit genommen, um wenigstens noch sowas, ein bisschen was wie lesbare Schriftgröße hinzubekommen, habe ich das dann so hinplatziert, wobei die Mehrzahl der Betrachter vermutlich jüngere Augen haben als ich und damit besser klarkommen. Ich sehe, auf dem Beamer ist das Bild sogar ganz gut zu lesen, besser fast als hier auf meinem kleinen Laptop-Bildschirm. Na gut. So, im Prinzip läuft das dann rückwärts. Es gibt die Vaterbeziehung Joe-John und John-Jenny. Das sind zwei Möglichkeiten, die wir hier haben. Nochmal hier. Hier bei Vater XZ gibt es zwei Möglichkeiten. Das definiert zwei Möglichkeiten für Parent. Genau dieselben. Genauso, es gibt eine Möglichkeit für Mutter. Definiert eine weitere Möglichkeit für Parent. Damit haben wir hier insgesamt drei Möglichkeiten für Parent. Und dasselbe im Prinzip auf der rechten Seite, das ist sogar völlig identisch in diesem Fall, wenn ich das richtig sehe. So, und hier kann dann natürlich ein Abgleich passieren. Hier haben wir Parent-Beziehungen mit zweitem Parameter John, Jenny, Jody. Hier haben wir Parent-Beziehungen mit ersten Parameter Joe, John, Jenny. Und dementsprechend bekommen wir zwei Großelternbeziehungen hierhin. Einmal mit Joe von hier und Jenny von hier über Bindeglied John und entsprechend das andere John Jody. John Jenny, Jenny Jody ergibt das. Natürlich wird das nicht so in der zeitlichen Reihenfolge nicht so ausgewertet, wie Sie das hier sehen. Also es wird nicht so bottom-up hochgerechnet, weil Sie können sich ja vorstellen, wenn das Beispiel ein klitzekleines bisschen größer ist, so Faktor 10 oder sowas, dass dieser Baum explodiert. Ja, was kann man tun, um einen riesengroßen Baum irgendwie zu durchlaufen? Das Beste, also das, was typischerweise als einziges möglich ist, ist Tiefensuche. Also Breitensuche verbietet sich. Breitensuche, Tiefensuche, ist Ihnen soweit klar? Oder nicht so richtig? Also Breitensuche hieße im Baum von oben nach unten durchgehen und eine Schicht nach der anderen zu betrachten. Aber da diese Schichten ja explosiv wachsen, haben Sie ziemlich schnell ein Speicherplatzproblem, ein Speicherplatzproblem von einer Größenordnung, dass sie nicht mehr weiterkommen. Tiefensuche heißt, wir fangen erst einmal an, gehen in eine Richtung, zum Beispiel von links nach rechts, in einer Richtung erstmal so weit runter wie möglich, finden hier diesen Fall, ziehen den alleine hoch, gucken noch gar nicht, dann weiter, ziehen hier weiter hoch, auf Parent, ziehen hier weiter hoch. Hier kommen wir jetzt nicht weiter. Hier müssen wir jetzt eine Information aus dem anderen Baum, aus dem anderen Teilbaum herholen. Machen hier selbe Tiefensuche, gehen so weit runter wie möglich, finden das hier, gehen zurück. Die beiden passen nicht zusammen. Joe John
passt nicht zusammen mit Großelternbeziehung, also muss dann hier weitergesucht werden. Nachdem es hier nicht mehr weiterging, dann eben hier die nächste Möglichkeit und so weiter und so fort. Und wenn es hier alles abgegrast ist, geht es dann hier wieder weiter, eine Möglichkeit weiter und so weiter. Ja, das ist natürlich die einzige Möglichkeit, wie man den Speicherplatz im Griff bekommen kann. Ja, und wenn man wirklich alle Möglichkeiten durchsuchen will, dann hat man da das Problem, dass der Baum eben exponentiell wächst. Das heißt, man wird sich typischerweise zufrieden geben, überhaupt schon mal eine Lösung zu finden und nicht alle Lösungen haben zu wollen. Bei dem, was wir uns hier so betrachten in algorithmischer Modellierung, ist es ja sowieso so, dass wir typischerweise mit einer zulässigen Lösung bzw. einer optimalen Lösung zufrieden sind und gar nicht alle Lösungen enumerieren wollen. So geht der Algorithmus durch. Warum smarte Variante? Warum habe ich hier was von smart geschrieben? Ach so, das, was ich eben erzählt habe, habe ich aus irgendwelchen Gründen hier dann auf den Folien smart genannt. Es liegt im Auge des Betrachters, ob das jetzt wirklich so smart ist oder nicht. Natürlich sind in echten Prolog-Interpretern noch viele, viele smarte Sachen drin. So, wichtig ist, dass der Baum... Hier sollte ich was dazu sagen. Das ist eigentlich... Ja... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken will, ohne dass mich sämtliche Prolog-Fans, die das hören, gleich killen werden. Also, es sind ja nicht nur sie, die das hören. Ihnen traue ich das jetzt nicht zu. Aber wenn ich das Video dann weltöffentlich auf YouTube stelle, dann weiß ich ja nicht, wer das alles guckt. Ich formuliere es mal nicht so, wie ich es mir eigentlich denke, sondern eher vorsichtig. Also... Das, was Sie hier auf dieser Folie sehen, entspricht eigentlich nicht dem, was man mit der Entwicklung von Prolog erreichen wollte. Eigentlich wollte man mit Prolog eine rein deskriptive Sprache basteln, so wie OPL, wo es in dieser Spezifikation überhaupt keine Rolle spielt, wie diese Spezifikation dann ausgewertet wird. Das war eigentlich die Idee von Prolog. Man hat aber dann ziemlich schnell eingesehen, dass diese Idee ein bisschen zu ambitioniert ist. Und also das Prozedurale, das Imperative, das wollte man völlig rausschmeißen. Sie kennen das aus der GDI 1, neuerdings FOP. Da wird doch immer eine funktionale Sprache in der ersten Hälfte gelehrt, nicht? Also wo es auch die Idee ist, dass man das Prozedurale, das Imperative, also in der Programmiersprache, dass man da Anweisungen an die Maschine gibt, dass das möglichst nicht in der Sprache enthalten ist, sondern nur, dass nur geschrieben wird, was herauskommen soll und nicht, wie es herauskommen soll. Das war auch die Idee bei Prolog. Ich weiß nicht, haben Sie eine rein funktionale Sprache betrachtet, in der es wirklich keine imperativen Anteile gibt oder so hybride Sprachen, die dann halt ein bisschen bequemer sind. Aber ich glaube, allein schon durch die Aussage, dass eine hybride Sprache bequemer ist, bin ich jetzt vielleicht schon auf diversen Abschlusslisten gelandet, so wie ich es hochlade. Gut, ist ja auch egal. So. Der Baum wird von rechts, links nach rechts evaluiert, strikt, darauf kann man bauen, darauf muss man auch bauen, denn wenn man die Wissensbasis sich jetzt wieder anschaut, was heißt das darin? Das heißt, dass die Klauseln in der Wissensbasis in der strikten Reihenfolge von oben nach unten evaluiert werden und wenn Sie ein Prädikat haben, wo mehr auf der rechten, also eine Klausel haben, wo auf der rechten Seite mehrere Bedingungen sind, mehrere Prädikate sind, mit unverknüpft, wie Sie es ja gesehen haben bei den Regeln, dann haben Sie auch die Garantie, dass es von links nach rechts strikt so durchgeführt wird.
Warum? Zum Beispiel darum. Oder insbesondere darum. Ja. Das Ganze macht erst dann richtig Spaß, mit sowas zu arbeiten, wenn Sie rekursive Prädikate drin haben. Also, fangen wir an. Was sehen wir hier? Wir sehen wieder das, was wir vorher schon gesehen haben. Wenn X Vater oder Mutter von Y ist, dann ist X auch Elternteil von Y. Und jetzt nehmen wir nicht die Großelternbeziehung her, die ja auch wieder in sich abgeschlossen ist, nicht rekursiv, sondern wir nehmen jetzt eine rekursive Beziehung her, wenn man so will, die transitive Hülle der Elternbeziehung, nämlich Ancestor, also Vorfahre, wobei ich mir die Freiheit nehme, Eltern auch als Vorfahren zu bezeichnen. Ich weiß nicht, ob man im deutschen Sprachgebrauch oder hier im englischen Sprachgebrauch Eltern auch als Vorfahren bezeichnet oder ob man nur die, die in grauer Vorzeit in so und so vielter Generation als Vorfahren bezeichnet. Aber ich nehme mir hier die Freiheit, auch Eltern als Vorfahren zu bezeichnen. So, also für alle XY gilt, wenn X Elternteil von Y ist, also wie wir hier wissen, Vater oder Mutter, wenn X Elternteil von Y ist, dann XX Vorfahr von Y. Und für alle XY gilt weiterhin, dass X Vorfahr von Y ist, wenn diese Regel gilt. Es gibt ein Z, ja, wieder, nur auf der rechten Seite das Z. Es gibt ein Z als Bindeglied, sodass X Elternteil von Z und Z Elternteil von Y ist. Also Sie sehen, das ist rekursiv. Und hier ist es absolut wichtig, dass die Reihenfolge, dass Sie sich darauf verlassen können, dass die einzelnen Bestandteile dieser Wissensbasis in dieser Reihenfolge ausgewertet werden. Denn dazu schauen wir uns das Ganze mal auf einer Skizze an. Wo ist der Stift geblieben? Da unten. So. Na, hat er mich? Er hat mich. Achso, vielleicht nochmal ganz kurz gucken, bevor ich das vergesse wieder. Parent und Ancestor. So. Na komm. Ich habe Ancestor von XY, wenn ich Parent von XY habe. Und das geht hier natürlich weiter mit Vater und Mutter, das spare ich mir jetzt. Oder wenn ich Parent von XZ und Ancestor, also meine Handschrift ist auch schon an der Tafel oder normal auf Blatt Papier schon schlecht, aber hier ist das ja gruselig. So, hier geht es jetzt rekursiv weiter. Ich muss das jetzt mal ein bisschen nach darüber verschieben. Hier haben wir wieder Parent von ZX, Z. Jetzt brauche ich eine neue Variable. Naja, ich nehme es halt mal, nenne es halt mal A. Beziehungsweise Parent von. Ne, hier brauche ich gar keine neue. Hier ist es ja ZX. Ich bitte um Entschuldigung. Parent von. Hier brauche ich jetzt die neue Variable ZA und Ancestor von AX. Ne? So. Und hier geht es jetzt auch wieder weiter von Ancestor und so weiter. Und Sie sehen schon, also Sie sehen erst einmal, dass die Kalibrierung nicht vernünftig funktioniert, dass er mir laufend hin und her springt. Ne? So. Ne, da. Dass er mir laufend in der Höhe ein bisschen hin und her springt und ich weiß nicht wieso. So.
Und Sie sehen schon das Problem. Also, solange garantiert ist, hier fehlt noch eine schließende Klammer. Na, die fehlt immer noch. Warum will sie nicht? Jetzt endlich. Solange garantiert ist, dass die Auswertungsreihenfolge garantiert von links nach rechts immer geht, solange kommen wir schnell zu einem Ende. Von Ancestor zu Parent, wenn das nicht ausreicht, hierüber wieder zu Parent, wenn das nicht ausreicht, hier wieder zu Parent, wenn das nicht ausreicht, hier wieder zu Parent und so weiter und so fort. Wenn wir hingegen beispielsweise die Auswertungsreihenfolge andersrum hätten von rechts nach von links, ja, von rechts nach links, dann würde er erstmal hier runter gehen, hier runter gehen, hier runter gehen, hier, 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 bis ins Unendliche. Der erste Pfad, der durchsucht wird, hat unendliche Länge. Denn das ist in der Rekursion hier inhärent. Da, wo rekursive Aufrufe sind, da geht es unendlich weiter. Das heißt also, man kann damit nur vernünftig umgehen. Erstens mal, dass man sich strikt daran hält in der richtigen Reihenfolge und dann eben sich bescheidet, nicht alle Lösungen haben wollen, sondern eben zufrieden ist mit der ersten gefundenen Lösung oder mit den ersten 10 oder ich weiß nicht, wie man, oder beziehungsweise, dass man dann auch, wenn 1 Million Fälle durchsucht worden sind und nichts gefunden worden ist, dass man dann eben auch sagt, pragmatisch sagt, konnte nicht abgeleitet werden. Das heißt jetzt nicht, dass es prinzipiell nicht aus der Wissensbasis abgeleitet werden kann, aber die Suche konnte das mit 1 Million Schritten oder so etwas nicht ableiten. So, das bedeutet hier eben, wir müssen aufpassen, dass wir das in der richtigen Reihenfolge haben. Erst der Rekursionsabbruch, dann der rekursive Schritt. So ähnlich wie auch bei imperativen Programmiersprachen, nicht? Erst einmal den Abbruchfall abfangen und dementsprechend die Rekursion beenden. Und nur wenn der Abbruchfall nicht eintritt, dann tatsächlich rekursiv wieder aufrufen. Ist nicht das, was man sich bei der Entwicklung von Prolog gewünscht hatte, wie gesagt, aber ist unumgänglich und man kann offensichtlich damit leben, nicht? Ist jetzt nicht so dramatisch schwerwiegend, dass man sich ein bisschen an gewisse Reihenfolgen hält. So, hier noch ein Beispiel, etwas komplizierter, da sind, glaube ich, ein ganz klitzekleiner Fehler drin, ganz klitzekleine Fehlerchen, die das ganze Beispiel trotzdem nicht entwerten, hoffe ich mal. Eine typische Anwendung von Prolog, was man im Hinterkopf hatte, als man Prolog entwickelt hat. Sie wollen zu einem mathematischen Ausdruck den Wert berechnen. Und das ist in der imperativen Programmiersprache genau die Logik. Das ist der Ausdruck, der mathematische Ausdruck, das ist der Input und der Wert ist der Output. Aber diese Logik haben wir nicht bei solchen Sprachen wie Prolog, sondern da geht es etwas muss ich leider sagen, von hinten durch die Brust ins Auge. Sie stellen ein Prädikat auf mit der Bedeutung Value, die Variable Value ist der Ausdruck ist der Wert von diesem mathematischen Ausdruck, der hier noch eine Variable ist. Das heißt, Sie können eine Anfrage stellen, bei der hier als erster Parameter eine Konstante steht, eben ein konkreter mathematischer Ausdruck. Hier die Variable, danach stellen Sie die Frage und dieses Prädikat berechnet Ihnen dann in dieser Variable den Wert. Das heißt, eigentlich ist diese Logik, dieses Prädikat berechnet Ihnen alle Werte dieses mathematischen Ausdrucks, alle möglichen Werte dieses mathematischen Ausdrucks. Aber wenn Sie einen normalen mathematischen Ausdruck haben, ist es natürlich genau ein Wert oder höchstens ein Wert. Natürlich, wenn Sie durch Null teilen oder so in dem mathematischen Ausdruck und kein unendlich drin in Ihrer potenziellen Ergebnismenge drin haben, dann kann es auch sein, dass gar kein Wert rauskommt.
So. Das ist zu lesen als Value ist der Wert von Expression, wenn Expression sich so schreibt mit irgendeinem Expression 1. Und hier ist der kleine Fehler, hier sollte Expression 1 stehen. Und wenn Value der Wert von Expression 1 ist. Ja? Damit sind Klammerausdrücke abgehandelt. Also wenn der Ausdruck ein Ausdruck in Klammern ist und wenn das, was in Klammern steht, genau diesen Wert Value hat. Hier haben wir jetzt Addition und so weiter. Value ist der Wert von diesem mathematischen Ausdruck Expression, wenn Expression sich schreiben lässt als das. Expression 1 plus Expression 2, also mit einer Addition. Ich gehe hier jetzt nicht davon aus mit Punktstrichrechnung und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt alles hier unterlassen. Es kommt hier nur auf das Beispiel an. So, hier kommt noch mal eine Besonderheit rein, die ich bisher nicht erwähnt habe. Eigentlich ist die Idee von Prolog mit Strings, also mit Texten, mit Zeichenketten zu operieren, aber und auch beispielsweise so etwas wie Value eigentlich als eine Zeichenkette zu verstehen. Ja, Prolog ist ungetypt. Es gibt keine Integer, keine Double, es gibt nur Strings, Zeichenketten. Auch hier wieder ein Kompromiss notwendig, denn hin und wieder möchte man ja doch Zeichenketten, die Zahlen, beispielsweise Zahlen darstellen, wirklich als Zahlen verwenden. Und dafür gibt es dann eine entsprechende andere Syntax, um das auszudrücken, auch wieder vom reinen Pfad abweichend, den man eigentlich haben wollte, dass man sagt, Value ist dasselbe wie Value 1 plus Value 2. Also in Zahlen ausgedrückt. Also das gleich ist, wenn man so will, String Matching. Expression lässt sich schreiben als dieser Ausdruck lässt sich schreiben als ein Ausdruck, ein anderer Ausdruck und dazwischen ist das Zeichen plus, das ASCII-Zeichen plus. Ja, das hier, diese Zeile ist eine Aussage über Strings, über Zeichenketten. Expression, Expression 1, Expression 2. Expression ist die Konkatenation aus Expression 1 plus der String bestehend aus dem Buchstaben plus, aus dem Zeichen plus und der Zeichenkette Expression 2. Und hier ist die Aussage, Value ist zu verstehen. Value, Value 1 und Value 2 sind zu verstehen als Zahlen, wenn hier irgendwas nicht als Zahlen verstanden werden kann, dann wird es natürlich davon keine Instanzierung geben. Dann gibt es keinen Wert, der da herauskommen kann. Aber wenn sich das verstehen lässt als Zahlen, wenn dann soll hier die Gleichheit, wirklich die Identität von Zahlen bestehen. Value hat denselben Wert, hat den Wert Value 1 addiert Value 2. So, was hier insgesamt dann steht, ist, in dieser Klausel Value ist der Wert von diesem Ausdruck Expression, wenn Expression sich schreiben lässt, in dieser Form mit einem Plus irgendwo drin. Und wenn Value 1 der Wert von Expression 1 ist, von diesem Expression 1, und Value 2 der Wert von diesem Expression 2 ist. Und wenn Value, dieses Value, gleich der Summe aus diesen beiden Value 1 und Value 2 ist, die Werte für Expression 1 und Expression 2. Also Sie sehen, eine interessante Übung in logischer Gehirnverknotung, wenn ich das so flapsig sagen darf. Man kann sich dran gewöhnen an diese Art von Logik. Dasselbe hier mit Minus, Mal und geteilt. Und hier noch, hier ist der rekursive Abbruch, richtig? Warum habe ich den vorne? Hier kann ich es mir leisten, warum habe ich den hinten? Hier kann ich es mir leisten, den Abbruch nach hinten zu setzen, weil ich mir sicher sein kann, bei endlich langen Strings kann das hier nicht ewig rekursiv so weitergehen.
weil ja in jeder einzelnen Klausel, die hier vorkommt, zerlegt es ja den String in einen oder zwei Strings von kleinerer Größe. Also bricht die Rekursion auf jeden Fall ab, und wenn ich weiß, dass die Rekursion auf jeden Fall abbricht, dann kann ich auch den eigentlichen Rekursionsabbruch nach hinten schreiben und bekomme nicht das Problem, das ich beschrieben habe. So, das ist jetzt zu verstehen. Dann entsprechend, Value ist der Wert des mathematischen Ausdrucks Expression, wenn Expression als eine Zahl zu verstehen ist und die wertmäßige Gleichheit besteht. So, also Sie sehen symbolische und arithmetische Identität. Hier mit dem Gleichheit haben Sie die symbolische Identität, String Matching, Pattern Matching, wie man Sie es nennen wollen. Und mit dem Is haben Sie dann die arithmetische Identität, Gleichheit, wie Sie sie kennen. So, das sind wieder mal die üblichen Erklärungen. Sie sehen, hier gibt es noch weitere Vergleichsoperatoren, die üblichen, die Sie auch aus anderen Sprachen kennen. Nichts Besonderes. Numerische Identität mit Is. Hier sehen Sie Anfrage x gleich 4 plus 3. Kriegen Sie raus x gleich 4 plus 3 als String. X ist 4 plus 3, kriegen Sie raus x gleich 7. Das ist nochmal in Form von Anfragen der Unterschied zwischen beiden. Das ist die Konsequenz bei Anfragen. Wenn Sie anfragen, gib mir alle x, die gleich 4 plus 3 sind, dann kriegen Sie eben 4 plus 3 als String. Wenn Sie fragen, gib mir alle x, die gleich arithmetisch gleich 4 plus 3 sind, dann kriegen Sie die 7 raus. Also wie gesagt, man kann sich an diese Logik gewöhnen. So, Listen ist noch der letzte Punkt, glaube ich. Naja, ich glaube nicht ganz der letzte Punkt, aber der im Wesentlichen der letzte große Punkt, den wir zu betrachten haben. Auch das, viele Sprachen sind entwickelt worden, darunter Prolog, eine der prominentesten, bei denen man Listen als eine grundlegende Datenstruktur ansieht, wo man nicht, wie beispielsweise in Java oder C++, erst eine Klasse aus der Standardbibliothek hernehmen muss oder sich selber da mit Pointern was rumbasteln muss und so weiter, sondern wo die wesentlichen Aspekte, wie die wesentlichen Funktionalitäten schon in der Sprache als Teil der Sprachdefinition realisiert sind. Zum Beispiel Mitglied. Die Frage ist, ob ein bestimmtes X in einer Liste enthalten ist. Und hier sehen Sie schon eine Schreibweise. Wenn ich sage Liste, dann meine ich eigentlich, also, oder wenn hier von Listen die Rede ist, bei diesen ganzen Sprachen, dann reden wir letztendlich eigentlich von sowas wie einem Stack. Ihnen ist ja der Begriff Stack geläufig, nicht? Das ist eine listenartige lineare Struktur, bei der Sie einfügen und löschen können. Und zwar nur an einem Ende können Sie lesen, einfügen und löschen. Und wenn Sie auf andere Elemente zugreifen wollen, dann müssen Sie erstmal die davor stehenden Elemente alle rausnehmen, um auf dieses Element zuzugreifen. Also auf eine immer kleiner werdende Teilliste, bis sie zu diesem Element kommen. Und das erste Element, die Syntax ist so: eckige Klammern mit einem Trennsymbol dazwischen, dieser vertikale Strich, das Pipe-Symbol. Und was hier vorne steht, ist der Kopf der Liste, und was hier hinter steht, ist der Rest der Liste. Alles außer Kopf, alle weiteren Elemente. Das hier ist wieder eine Liste. Y ist wieder eine Liste, die Restliste, alles außer dem Kopf. Der Kopf ist das erste Element der Liste, kann natürlich auch wieder eine Liste sein. Listen von Listen von Listen von Listen, alles Mögliche, X ist irgendwas. Das ist voll generisch, so ein Prädikat. Das heißt also, es kann alle automatisch voll generisch, weil ja Prolog nicht getypt ist.
Also lässt sich auf alle möglichen Arten von Daten sofort anwenden. So, die Frage ist, ist X ein Mitglied, ja, also ist X enthalten in der Liste, die im zweiten Prädikat vorkommt, so wie hier. Sie stellen die Anfrage, ist C enthalten in der Liste ABCD? Die Antwort ist ja. Ist G enthalten in der Liste ABCD? Die Antwort ist nein. Mit der Semantik konnte nicht verifiziert werden. Dass das die Antwort tatsächlich nein ist in unserem Sinne, ist unsere Interpretation. So, wie kann dieses Prädikat gebastelt werden? Rekursionsabbruch, Rekursionsschritt, wie immer. Also, X ist Mitglied, für alle X gilt, X ist Mitglied einer Liste, die so gebaut ist, dass X der Kopf dieser Liste ist. Was da hinten noch drin ist in der Liste, ist egal, das hat wieder der Underscore, kann auch leer sein. X ist, für alle XY gilt, X ist Mitglied einer Liste, die so geformt ist, mit irgendwas vorne als Listenkopf und einer Liste, der ich den Namen Y gebe, Variable wieder. Das ist der Fall, wenn X enthalten ist in dieser Restliste Y. Ja? Wenn X in der Restliste Y ist, dann ist X natürlich erst recht enthalten in der Liste, die besteht aus Y und vorne noch ein weiteres Element, das uns egal ist, angehängt. Also eine ganz einfache Sache. Ja? An anderen Stellen war es ein bisschen kompliziert mit Prolog. An diesen Stellen, worum es bei der Entwicklung ging, ist es entsprechend einfach. So, die Erklärung können wir wieder überspringen. Append ist ein schönes Beispiel. Wie kann man, was ist, das ist wieder ein schönes Beispiel von dem, was ich sagte. Die Logik ist gewöhnungsbedürftig. Man kann sich daran gewöhnen, aber eigentlich ist sie zunächst mal, wenn man erstmal damit konfrontiert ist, so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. So, Append. Soll war das Prädikat append ist ternär, hat drei Parameter und soll genau dann wahr sein, wenn der dritte Parameter gleich eine Liste ist, die gleich die Konkatenation der ersten Liste und der zweiten Liste ist. So, ich stelle zum Beispiel die Frage, für welche x gilt, dass das Prädikat append wahr ist mit diesem ersten und diesem zweiten Parameter? Und für welches x gilt das? Für die konkateniierte Liste a, b, c, d, e. Wie kriege ich das hin? Rekursionsanfang. Wenn das erste Argument die leere Liste ist, und das zweite Argument ist irgendeine Liste, dann ist das Prädikat wahr, wenn das dritte Argument ebenfalls diese Liste ist. Logisch. Leere Liste konkateniert mit irgendwas ergibt genau dieses irgendwas wieder. So. Also für alle L gilt das hier. Rekursiver Schritt. Wieder Unterteilung zwischen Listenkopf und Rest der Liste. Für alle X L1, L2, L3 gilt. Sie sehen wieder, ich habe die Variablen so benannt, dass klar ist, hier stelle ich mir Listen vor. Hier sollen Listen stehen, diesen dreien. L1, L2, L3 gilt, wenn L3 die Konkatenation von L1 und L2 ist, dann ist XL3 auch die Konkatenation von XL1 und L2. So kann man dieses Prädikat rekursiv basteln. Trifft diejenigen von Ihnen, die Prolog gesehen haben, trifft das eigentlich bis soweit Ihre Kenntnis von Prolog oder gibt es da Abweichungen? Oder ist das schon wieder zu lange her? Einigen wir uns darauf, es ist schon wieder zu lange her.
So, das ist aber ein schönes Beispiel, um nochmal dieses von hinten durch die Brust ins Auge zu thematisieren. Nochmal mit einer kleinen Zeichnung. Oder mit einem kleinen Zeichnung ist falsch, mit einer mit ein bisschen Text. So, dann brauche ich eine neue Seite. Zum Beispiel könnte ich die Anfrage stellen, append, ist das groß genug, dass Sie es lesen können? Ja, es geht so gerade. Append AB X A B C D E. Und was ich dann rauskriege, ist als Antwort, was kriege ich hier raus? X gleich C D E und das übliche No hinterher. Ja, so können Sie das Prädikat auch gebrauchen. Das ist jetzt wieder der Unterschied zu einer imperativen Sprache. Bei der imperativen Sprache haben Sie immer Werte, die Sie schon berechnet haben. Und daraus berechnen Sie einen neuen Wert durch Zuweisung oder durch Aufruf einer Methode oder was auch immer. Hier haben Sie ein Prädikat und alle drei Parameter sind völlig gleichberechtigt. Ja, es gibt keinen Input und keinen Output, sondern alle drei Parameter sind gleichberechtigt, sodass Sie also nicht nur die Intention dieses Prädikats ist natürlich erstes die Konkatenation aus erstem und zweitem Parameter zu berechnen im dritten Parameter, aber Sie können genauso gut auch so wie hier die Differenz aus beiden berechnen lassen. Das ist in der Logik genau drin. Sie bekommen alle Ergebnisse, bei denen der dritte Parameter gleich der Konkatenation aus erstem und zweitem Parameter sind. Wenn Sie hier etwas Falsches machen, also was heißt etwas Falsches, eine Anfrage stellen von der Form AB X und jetzt nehme ich nur B, C, D, E, dann kriegen Sie von vornherein nur No. Ja, es gibt kein X, sodass AB konkateniert mit X diese Liste BCDE generiert. So, was noch? Das Ganze können wir natürlich auch mit dem ersten Parameter machen, weil da ist, glaube ich, aber dann klar, was dabei herauskommen wird. CDE A B C D E. Da kommt x gleich AB raus und unsere übliche abschließende Feststellung No. Man kann das natürlich noch weiter treiben. Append x, y, a, b, c, d, e. Da spare ich mir jetzt die gesamte Antwort hinzuschreiben. Naja, das fängt an mit x leere Liste, y gleich a, b, c, d, dann mit x gleich a, y gleich b, c, d, e, x gleich a, b, y gleich c, d, e und so weiter bis zum Schluss x gleich a, b, c, d, e, x gleich a, b, c, d, e, y gleich leere Liste. Das sind die Ergebnisse und natürlich das No am Ende wieder. So. Gibt es hier noch was dazu zu sagen? Ich glaube nicht. So, es gibt natürlich noch viel mehr zu sagen über Prolog. Hier vielleicht noch ein Punkt. Wir haben immer zwischen Fakten und Regeln unterschieden.
Aber im Grunde, es gibt eine vereinheitlichende Sicht von beidem, nämlich sogenannte Hornklauseln. Das will ich nur kurz erwähnen. Und die ganze Theorie, die ganze logische Theorie, die es zu Prolog und Vergleichbarem gibt, basiert auf diesen Hornklauseln. Es gibt auch Einführungen im Prolog, die mit Hornklauseln beginnen. Also für Leute, die gerne von der mathematischen Sicht her kommen, um etwas zu verstehen, ist das sicherlich ein guter Zugang. Für Leute, die eher von einer weniger abstrakten Richtung herkommen wollen, um etwas zu verstehen, ist es wahrscheinlich weniger der gute Zugang, sondern eher so, wie ich es jetzt gemacht habe, ist Jacke wie Hose. So eine Regel sieht ja so aus: Wenn diverse wenn diverse, wie soll ich jetzt sagen, Fakten, nee, Fakten sind es ja nicht, wenn diverse a1 bis ak wahr sind, dann ist auch b wahr. Hier fehlt, ich bitte um Entschuldigung, hier fehlt noch das b. Hier steht eigentlich a1 oder a2, nicht, also nicht a1 oder nicht a2 oder und so weiter bis oder nicht ak oder b ohne nicht, nicht? Das wissen Sie. Also machen wir noch mal schnell auf einem neuen Blatt. So, hier muss ich auch eine neue Seite anlegen. Genau, also A1 und A2 und so weiter bis AK, dann B. Das wissen Sie, können Sie ausdrücken durch Nicht-Prämisse. Oder doch Konklusion. Ja, bekannte Regel. Und diese Klammer können Sie auflösen, wissen Sie, indem Sie das Not vor jeden einzelnen Term hier setzen und aus dem Oder ein Und machen. Nicht A1 und nicht A2 und dab, dab, dab. Halt, ich bitte um Entschuldigung. Hier muss natürlich überall ein Und stehen. Hier muss überall ein Und stehen. So haben wir begonnen. Und dementsprechend muss hier auch überall ein Und stehen. Es gibt Dozenten, die keine Vorlesungsaufzeichnungen gerne machen, weil sie diese Fehler nicht, die man halt öfters mal so macht, nicht öffentlich machen wollen. Die da die perfekte Vorlesung machen wollen und das funktioniert nicht so richtig. Das funktioniert nur, wenn man sich vor leeres Publikum stellt und 3751 Mal die Vorlesung wiederholt, bis sie endlich im Kasten ist. Weiß ich nicht. Ich hoffe, Sie können damit leben, dass ich das nicht so mache, dass ich die Vorlesungsaufzeichnung mit sämtlichen Fehlern hier mache. Also hier kommt jetzt endlich das Oder rein. Oder AK, not AK oder B. Das ist hier die Umsetzung. Und warum machen wir das so? Also hier fehlt das oder B, wie gesagt. Die Logik des Ganzen ist: Wir haben dann hier, vielleicht sollte ich es dann doch noch mal lieber auf dem Bild zeigen. Wir haben hier eine Veroderung von einzelnen Termen, von einzelnen elementaren Termen
mit genau einem nicht negierten Term. Alle Terme bis auf einen sind nicht negiert. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, nicht mit k negierten Termen in dieser Veroderung, sondern mit 0, also mit k gleich 0 negierten Termen, dann kommt als Gesamtergebnis b raus, ein Fakt. Und das ist die gemeinsame Verallgemeinerung. Wir haben Regeln, die wir verstehen können als Veroderung von elementaren Termen mit nur einem nicht negierten Term. Und wenn wir das und wenn wir die Anzahl der negierten Termen in der Veroderung auf 0 setzen, dann bleibt ein Fakt übrig. Und diese gemeinsame Verallgemeinerung, die Sie hier auf diesem Skizze sehen, das sind Hornklauseln. Das ist aber nur hier eine Nebenbemerkung, die wir hier nicht weiter betrachten wollen. Ich weiß nicht, wie viel ist denn zu Prolog eigentlich gesagt worden in Einführung DKE oder sonst wo? Da ja viele Themen angesprochen werden, kann ja eigentlich gar nicht so viel gesagt worden sein, nicht? Haben Sie damit auch ein bisschen rumgespielt mit Prolog? Okay. Gut. Wie auch immer. So, jetzt gibt es noch einen letzten Punkt bei der ganzen Sache zu betrachten. Input-Output. Ja, auch hier wieder ein Sündenfall. Das ist, glaube ich, jetzt der dritte Sündenfall. Jetzt muss ich mal überlegen, was hatten wir? Wir hatten, dass die prozeduralen imperativen Elemente nicht völlig ignoriert werden können, dass es auf die Reihenfolge der Terme anfing. Dann hatten wir noch einen Sündenfall. Was war das jetzt? Was war der zweite Sündenfall, wo ich gesagt habe, da weichen wir von dem leuchtenden Weg der reinen deskriptiven Sprache ab. Wissen Sie das noch, wo das war? Aber Sie erinnern sich, dass ich das mindestens zweimal was gesagt habe, dass wir hier von dem Weg abweichen. Wo war denn das? Ach so, das war das mit dem Is hier. Dass wir dann doch mal auch arithmetische Identität betrachten und nicht nur String Matching. Und jetzt der dritte Sündenfall. Vermutlich auch nicht der einzige, auch nicht der letzte. Also es gibt noch ein paar mehr, die wir hier nicht behandeln. Wir möchten natürlich auch mal irgendwo Daten einlesen von einer Datei oder von einem anderen Stream oder vom Terminal. Und wir wollen auch irgendwohin Daten schreiben. Ja, auf den Bildschirm, auf einer Datei, wohin auch immer. Und dazu gibt es Read und Write. Nicht wie in prozeduralen imperativen Sprachen keine Kommandos oder Methoden oder wie auch immer, sondern Prädikate. Es gibt in Prolog nichts anderes als Prädikate. Und da es nichts anderes als Prädikate gibt, müssen Read und Write ebenfalls Prädikate sein. Wie sieht sowas aus? Ach hier, genau. Hier haben wir ein Beispiel dafür, für keinen Parameter. Es ist praktisch so, als ob Sie ein Programm starten würden mit Go. Ja? Deshalb nennt man das auch häufig Go. Also geh los, starte. Go ist wahr, das Ganze funktioniert und das ist eigentlich letztendlich der Sündenfall hier. Nicht, dass man von der Tastatur lesen und auf dem Bildschirm rausschreiben will, sondern dass wir jetzt Seiteneffekte haben. Dieses Lesen von der Tastatur ist ein Seiteneffekt. Dieses Schreiben auf den Bildschirm oder wohin auch immer, ist ein Seiteneffekt. Ja? Seiteneffekte sind ganz böse, sind des Teufels. Das will man eigentlich in solchen Sprachen nicht haben. Kommt man aber nicht ganz von weg. Also, ich lese X und Y ein und schreibe hier mit diesem kleinen Prädikat X und Y raus.
Eine X schreibe ich nur raus. Sie sehen, hier ist noch, sorry, hier ist noch eine kleine Inkonsistenz, dass ich hier ein unäres Prädikat write apps geschrieben habe und hier ein binäres, aber ich denke, das ist eine Hebacher Unstetigkeit. Also, was ist das? Nee, genau, umgekehrt. Das Y sollte hier nicht stehen. Ich muss das endlich mal korrigieren. Das Y sollte hier nicht stehen. Es sollte ein unäres Prädikat sein. So. Write apps x ist wahr, wenn x größer gleich 0 ist und write x Erfolg hat. Wenn es keinen Fehler gibt beim Rausschreiben, dann hat write x Erfolg. Das heißt, liefert true zurück als Prädikat. Das heißt also, was hier steht, ist im Prinzip, was da, wenn ich das mal wieder prozedural sagen darf, wenn diese x größer gleich 0 ist, wenn das hier wahr ist, dann kommt er in diesen nächsten Zweig hinein, führt diesen Seiteneffekt aus, versucht ihn auszuführen und wenn der Erfolg hat, was er ja eigentlich normalerweise haben sollte, dann liefert das hier wahr zurück und damit ist das hier links auch wahr. Genauso write apps von x, wie gesagt, ohne das y, wenn x kleiner 0 ist, wahr, wenn x kleiner 0 ist, wenn das der Fall ist, geht der Auswerter, der Interpreter in den nächsten Zweig hier rein, in das nächste verunterte Prädikat mit einer arithmetischen Identität, wenn es ein y gibt, ja, y ist, wie gesagt, das gehört nicht hierher, auf die linke Seite, y ist dann nur auf der rechten Seite, wenn es ein y gibt, das gleich minus x ist. Und wenn das der Fall ist, das gibt es natürlich, das ist eben genau minus x, dann wird y rausgeschrieben, wird versucht rauszuschreiben und wenn das geklappt hat, ist das ganze Prädikat wahr, write apps ist dann wahr und go ist damit wahr. Und dann kommt yes raus. Ansonsten, wenn es irgendwo einen Fehler gegeben hat beim Lesen oder beim Schreiben, kommt dann eben no raus. Also Sie sehen nochmal hier, ich konnte es mir nicht verkneifen, so ein Beispiel zu zeigen, dass das alles, dieser hehre Versuch, Seiteneffekte, Auswertungsreihenfolgen und so weiter außen vor zu lassen, dass das nicht so ganz einfach ist. So, Eclipse, dazu werden wir dann heute nicht mehr so richtig kommen. Das werden wir dann beim nächsten Mal betrachten und dann ist auch die Vorlesungsreihe in diesem Semester beendet. Das Semester ist beendet. Schön, nicht? Oder? Oder? Ja, Klausuren kommen dann. Ja, richtig, ich vergaß. So, das werden wir heute nicht mehr betrachten können. Deshalb denke ich, macht es Sinn, hier an dieser Stelle die Vorlesung zu beenden. Und beim nächsten Mal werde ich dann Eclipse einführen. Das wird nicht so lange dauern. Und dann gibt es sicherlich noch Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Jedweder Art, zum Stoff, zur Prüfung, was auch immer, auch zur Übung und so weiter. Gut, dann möchte ich für heute die Vorlesung schließen und wünsche Ihnen wie immer eine schöne Restwoche, und ein schönes Wochenende mit hoffentlich nicht allzu viel Trouble mit dem Studium. Und ich nehme mal an, ich liege nicht falsch, wenn ich den hier Anwesenden noch ein schönes Fußballspiel heute Abend wünsche. Ist nicht unwahrscheinlich, nicht? Gut, ob es jetzt schön wird oder nicht, das steht in den Sternen. Gut, also bis nächste Woche.